Heute ist der internationale Tag zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen. Und wie jedes Jahr finden wir warme Worte, doch sie helfen nicht, denn es wird immer alles schlimmer. Mehr häusliche Gewalt, mehr Morde, mehr Vergewaltigung, viel mehr Gruppenvergewaltigung, mehr Genitalverstümmelung. Und wer sind die Täter? Ja, es sind Männer. Aber leider viel zu oft sind diese Männer Migranten. Dieselben Migranten, die in Deutschland auf der Straße waren und die Hamas gefeiert haben. Die haben die Hamas gefeiert für Massenvergewaltigung mit anschließenden Enthauptungen der Frauen. Selbst vor Morde an Babys haben diese Bestien nicht Halt gemacht. Und diese Menschen werden gefeiert. In meiner Heimatstadt Essen waren 3000 Islamisten auf der Straße. 3000, die deutlich gemacht haben, dass sie Juden hassen. Die deutlich gemacht haben, dass sie Homosexuelle hassen. Und die ganz deutlich gemacht haben, dass Frauen für sie völlig wertlos sind. Wer Frauen schützen will, muss endlich konsequent abschieben. Denn diese Menschen haben mit ihrer Haltung nichts zu suchen in Deutschland und in Europa.